Ein wunderschönes Hallo. Im letzten Part hatten wir geguckt, ihr habt, was unsere Bierproduktion sagt. Da habe ich ja noch mitgekriegt, dass wir noch reichlich Kisten zu stehen haben. Jetzt fahren wir auch oben nochmal lang bei unserer Bäckerei, was die sagt. Ob die noch in Aktion ist. Ja, wir haben auch noch einen Zug voll rauskriegen. Aber erstmal um unseren Mähdrescher kümmern, dass der ja weiterläuft. Denn den müssen wir nämlich abtanken, weil er schon mal voll ist. So. Wir uns gleich Dinger schnappen, umdrehen und abtanken. Ist der nämlich auch wieder leer. Fast voll. Dann können wir Paletten laden. Dann fahren wir eine Runde Bier. So. Dann lassen wir nämlich gleich den voll laufen und schnappen uns jetzt unseren LKW und fahren erstmal ein paar Paletten hier hoch. Was sagst du hier? Sagt unser Mehl. Relativ wenig, weil nicht viel produziert wird. Aber dann machen wir erstmal eine Runde Bierfahrt, so dass wir ein bisschen Geld verdienen. Irgendwas Bier hatte ich schon mal vergessen, hab, dass ich das da hingestellt habe und ist mir nicht so böse. Haben wir jetzt was zu tun, daher machen wir jetzt noch eine Runde Bierfahrt. Und unser Mitra ist auch leer. Wenn wir den wieder in Aktion bringen, dass der weiter uns ein bisschen Hoffnung macht, denn wir haben unsere Anlauf voll krachen mit Hopfen. Dass wir zeitnah fertig werden mit der den können wir uns gleich auch wieder bewegen, Aktion bringen, dass der weitermacht hier. Wir werden schon noch mal schnell einen Hänger abstellen. So, die Kühe machen auch wieder Mist. Was läuft also? Daher werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir hier die ersten Paletten wieder hochkriegen. Aber vorher werden wir uns nochmal um unseren Besten hier kümmern müssen, dass der weitermacht. Dass er fleißig am Kruppern ist oder Scheiben. So. Denn hier machen wir nämlich diesmal Wiese draus. Daher. Ja, ist ja irgendwie auch so bald fertig. Aber wir fahren erstmal Paletten. Daher fahren wir jetzt so runter, schnappen uns die ersten Paletten, laden so auf, fahren so hoch. Was wir denn so viel haben, fahren wir eine Kartoffelproduktion rein. Dass da weiterläuft mit uns und denn wir haben wirklich noch reichlich zu machen, daher dreht uns mal wieder um. Hier steht noch Raps, da steht noch Raps, da unten steht noch Raps. Irgendwann nächste Runde brauchen wir keinen Raps zu machen.
Daher werden wir uns in der nächsten Runde eine schöne große Fläche schnappen und Kartoffeln legen. Jo. Müsste ich bloß noch wissen, wo wir Speiseöl herholen. Denn das kann ich nämlich nicht sagen, wo es gibt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Falls ihr es wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. So, machen wir erstmal ein Palettenkutscherei hier. Dann fahren wir anschließend. Dann fahren wir anschließend hier noch weg. So. Das wird nicht voll kriegen. So, voll hammer dich jetzt. Und jetzt kann man schon die ersten Paletten hochfahren. Dann läuft das nämlich jetzt auch schon mal weiter. Da haben wir schon Überschuss an den Paletten. An Bretterpaletten. Da steht unsere Weizenfläche, die wieder mal riesengroß ist. Wie gesagt, wir müssen halt unsere Dinger jetzt wirklich am Laufen behalten und Saatgut am Laufen behalten. Aber unsere Drescher ist auch schon mal fast voll. Daher werden wir uns jetzt noch ein bisschen sputen. So, wie gesagt, wir haben ja noch reichlich zu tun, haben noch reichlich Flächen zu stehen diesmal. Die runter haben, da wird es noch eine Weile dauern und so, jetzt drehen wir uns so rum raus wieder. Dann werden wir die Paletten noch schnell hochfahren. Nee, hoch kommen wir nicht mehr, weil der Drescher auch gleich wieder voll ist. Ist er. Ja, wo ist denn unser Drescher? Da. Wenn wir uns jetzt den schnappen, den noch leer machen, müsste der ja auch voll. Okay. Hat er auch voll. Aber wir fahren schnell noch die Paletten weg. So. Hier ist unsere Raffinerie. Hier müssen wir hin. Abladen. Unser Feuerfahrer, der falsche Dreher. Punkt. Wie ich mich bald gedacht habe. Dann schmeißen wir hier halt die Paletten runter. So, dann machst du die Paletten mit da. Also würde ich es nicht mitnehmen.
Okay, hat die Arbeit beendet. Also ist das der Helfer mit der Truppe, eine Drille. Aber wir werden uns schnell noch um den hier kümmern. Denn da müssten mich hochschmier. Halt. Noch einmal weiter. Ach, da steht ja. Gut, dann tanken wir nämlich den hier ab. Und hoffen, dass es reicht. Dann fahren wir den Hopfen weg. Oh, im nächsten Part. So, da hoffen wir auch schon drauf und wir werden noch ein bisschen dreschen. Aber wir werden auch mal den Hopfen wegfahren. So, dann wir haben nicht noch ein paar Minuten Zeit. So, dann machen wir jetzt erstmal das so, fahren das hier weg, runter zur Kartoffelproduktion. Er sagt hier runter, so dass wir erstmal nicht stören. Dann fliegen wir jetzt mit dem Hänger ein, und zwar den hier. Drehen ihn nochmal um, laden den restlichen Schwung auf. Aber ich denke mal, unten werden wir die Bienenflächen nochmal mit Hopfen bestellen müssen. In dem bisschen, was wir an Hopfen haben. Werden wir nicht weit kommen. Aber wir werden gleich noch den Fuhr wegfahren. Den haben wir den Schlag hoch runter. So, Hänger voll. Dann werden wir gleich runterdüsen. Dann kann nämlich der Mähdrescher hier schön lang hin machen. Entschuldigung. Dann werden wir die Fläche noch fertig machen. Aber dann denke mal, im nächsten Part werden wir ja die Paletten wegnehmen, räumen. Und was die Paletten noch abladen und das Bier uns schnappen. Ändern uns noch mal das Brot schnappen. Und damit war das auch fertig. Dann werden wir nachher Feuerwinde schneiden. Im nächsten Part. Abbremsen noch mal und gucken wir jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen mit den Hopfen, bevor wir es in falschen. Ach, ich sehe schon, hier fehlt der Hopfen. Da kommen wir es gleich hier rein. Dann kann unser Bier weiterlaufen und Helfer, dann ist der Helfer fertig. Jetzt stehen wir alle Helfer. Aber wir werden jetzt noch schnell hier anfangen zu. Die Ecke noch anfangen wegzukriegen. In diesem Part. So. Dann kann man mich hier noch reichlich Hopfen runterholen. Unser Bier läuft jetzt nämlich auch schon weiter. Im nächsten Part werden wir unser Bier fahren. Daher. Und da was zu machen.
böse, wenn ich jetzt die Gold West Valley und das Forstprojekt erstmal auf Eis lege. Denn momentan habe ich nicht die Zeit, das zu machen, und daher entschuldige ich mich jetzt auch dafür. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze von Maxi LP. Ich bedanke mich, dass ihr mich immer zugeschaut habt. Tschüss.